In diesem Video nehmen wir euch mit nach Cabrera und in das erste Herbstgewitter in der schützenden Bucht von Porto Colom. Warum sich das Wetter neben dem Dyson als sehr hilfreich erwies und was uns in Menorca erwartete, seht ihr jetzt. Wir sind Petra und Michael und segeln auf unserer Carlotta, einer Nordship 38, durchs Mittelmeer. Und sehr gerne nehmen wir euch bei unseren kleinen und großen Abenteuern mit. Was für ein friedlicher Morgen hier in Estrenk. Wir waren nur noch 3 Ankernde über Nacht. Es ist echt leer hier, so auf dem Dienstag haben wir jetzt, glaube ich. Montag, Dienstag. Von St. Jordi kräht ein Hahn rüber. Und wir fahren heute Mittag gegen Cabrera. Und es kommt ordentlich Wind. Im Bikini segeln! So muss es sein! Als wir die Landabdeckung hinter uns gelassen hatten, ging es ordentlich zur Sache. Also so eine Wellenhöhe hatten wir nicht erwartet. Aber Carlotta zog uns prima dadurch. Dann erreichten wir die erste kleine vorgelagerte Insel. Ein Blick in die erste Bucht links. Mit dem Digi könnte man sich da eine tolle Grotte ansehen, haben wir an dem Tag gelassen. Aufgrund des starken Südostwindes peilten wir eine küstennahe Boje an. Seine Boje sucht man sich hier selbst und legt auch ohne Hilfe von Marineros an. Gleich mal einen Kontrollblick unter Wasser. Jipp, sieht im Boden alles gut einbetoniert aus. Bei der Gelegenheit kann man sich auch gleich mit der örtlichen Fischgemeinde anfreunden. Wir hatten noch ordentlich Wind an unserem Ankunftstag, also verschoben wir den Landgang auf den nächsten Morgen. So, heute machen wir einen Ausflug. Die ganze Familie. Castello. Morgens um 9 schon ein echt schweißtreibender Weg. Auf halber Strecke gibt's einfach schon mal den Blick links runter über die ganze Bucht. Mit offiziellem Anlegesteg und Bar und Restaurant. An der nächsten Kehre schauten wir auf die dunstige Küste Mallorcas. Urmel und Freddy fühlten sich hier oben ganz wohl. Was für eine schöne Landschaft. Oh oh. Wie sind die hier bloß früher absturzfrei hoch und wieder runtergekommen? Apropos früher, da gab es garantiert deutlich mehr Eidechsen.
Aber wenigstens eine sprang hier mal durch die Natur. Was für ein seltener Anblick auf Mallorca. Es ist alles grau. Trotzdem sind es 29,5 Grad. Wir fahren in Badeoutfit. Aber es ist schade, wir hätten gerne noch schöne Cabrera-Bilder gemacht mit blauem Himmel, aber die gibt es leider nicht. Zum Glück haben wir gleich den Wind außerhalb der Bucht erwischt und können jetzt segeln. Aber wie man sieht, hatten wir nicht nur Wolken gestern Nacht und heute Morgen, sondern ordentlich Sahara-Sand oder wo auch immer ihr herkommt. Eine erste Bootsputzaktion hatten wir an diesem Morgen also schon hinter uns. Und vor uns lagen 25 Meilen bis Porto Colom und der ein oder andere Wellenberg. Sieht doch fast wie Atlantikdünung aus. Die letzten Meilen bis zur Hafeneinfahrt war dann Schluss mit lustig. Wir motorten durch dieses elendige Wellengeschwubbel. Warum eigentlich schon wieder Porto Colom? Ganz klar. Der herbstliche Mistral aus Frankreich schickte zum Wochenende ein Unwetter auf die Balearen. Aber noch war Zeit. So, ganz ungewöhnlich. Wir liegen mal längsseits an dem Steg hier. Nur um Wasser zu nehmen. Der ist ja total leer, unser Wassertank. Also 10 Liter, glaube ich, noch. Und jetzt machen wir einmal voll. Das darf man hier nämlich, wenn man eine Boje gebucht hat. Ganz prima. Ja, und Porto Colom ist so ein bisschen wieder wie nach Hause kommen. Die alte Kabelwelle da draußen, dieses fiese Teil, und hier drin ist es so ruhig. Und wir fühlten uns gleich wieder wohl, trotz des Graus. Wobei, das ist doch braun. Also wenn wir noch eine letzte Illusion hatten, die ist uns heute wirklich genommen worden. Gestern hatten wir ja schon mal wieder mit Salzwasser ordentlich geputzt, noch in Cabrera. Aber jetzt in Porto Colom, heute ist alles wieder sandig. Es ist auch wirklich drin im Schiff jetzt überall. Also jeder, der hier im westlichen Mittelmeer unterwegs ist, der muss das einfach wissen. Man sollte eine Vorliebe zu braun-weiß gestreiften Segeln entwickeln und gerne Sand wegputzen. Nicht schlecht die Menge. Es bringt wirklich was. Bimini und Sprayhut hat ganz gut funktioniert. So, eine gute Stunde brauchen wir immer für sowas. Wir kommen voran, man sieht ja das Ergebnis. Und auch wenn es alles Salzwasser ist, es sieht doch wieder deutlich weißer aus. Aber weh, ich sehe noch mal irgendwie so eine Segelwerbung. Weiße Segel, weiße Hose, blaues Hemd, Sonne scheint, alles ist schön. Nein, Langfahrt ist nicht immer so. Und ich höre schon eine Stimme sagen, ihr wolltet das ja so. Na, kriegst du Solar wieder sauber? Ja, mit der ordentlich Strom machen kann. Das ist nicht normal. Bei 34 Grad jetzt auch noch in den Waschsalon. Ich glaube, das wird hart gleich. Aber ich sag mal, voller am vollsten. Es tut Not. Immer wieder ein Ort der Freude. Okay, Spaß beiseite. In diesem Fall ist das hier wirklich ganz gut. Mein Ziel, 18 Kilo Maschine. Einfach alles rein, 40 Grad, fertig aus. Die Wartezeit lässt sich prima im naheliegenden Café mit Blick auf die Traditionsboote und Porto Coloms neueste Deko-Erweiterung verbringen. Die eigentlich ja sehr spannend aussehenden Wolkengebilde nahmen zu, Zeit, um Carlotta wetterfest zu machen. So, das ist der Blick gen Norden. Von da kommt das Wetter. Man kann natürlich auch Richtung Süden gucken und sich an dem schönen Anblick erfreuen. Die Boards waren ordentlich festgezurrt und eine weitere Mooringleine kam an die Klampe. Zwischen 14 und 16 Uhr sollte eine Gewitterfront über Mallorca ziehen. Mit Regen fing es dann an. Na klar. Windböen gesellten sich dazu. Oh, schnell noch den Sonnenschutz von den Fenstern abnehmen.
Es donnerte. Wir wollten doch rausgucken können, falls wir uns unter Deck verkriechen müssten. So, jetzt liegen wir hier in Porto Colom immer noch seit ein paar Tagen und endlich ist das Gewitter da. Wir haben jetzt endlich mal unter 30 Grad. Ich glaube so, 23 sind draußen. Das ist schon sehr angenehm. Wir können wieder gut frei durchatmen und vielleicht auch gut schlafen heute. Bisher sahen wir also nur Vorteile. Dann der Blick in den Südosten. Da versuchten sich doch tatsächlich Windhosen aus den Wolken zu bilden. Das Gewitter gab Gas, ab mit den Handys in den Backofen. Dann goss es nur noch in Strömen, der Spuk war vorbei. Was für eine tolle Stimmung nach so einem Gewitter. Es zieht weg und hier im Hafen ist alles ganz friedlich jetzt. Und eine hatte richtig vom Gewitter profitiert. Carlotta vom Regenwasser total sauber gespült. An Bord der Ronja ließen wir dann diesen ereignisreichen Tag ausklingen. Guten Morgen aus Porto Colom. Schöne Farben wieder hier heute Morgen. Aber wir zeigen euch das gleich auch noch aus einer anderen Optik. Heute geht's nach Menorca. 50 Meilen, 10 Stunden schätzen wir. Vor Porto Colom am Morgen. Was für ein schönes Licht. Aber so ist viel schöner. Wir segeln. Direkter Kurs. Ja, der Morgen hatte wirklich in jeder Hinsicht genial begonnen und so ging es auch weiter. Also erst sah das ja nach einem prima direkten Kurs nach Menorca aus. Dann drehte der Wind so ein bisschen, wir mussten immer mehr abfallen. Okay, mal eine Wende probiert, das brachte uns auch nicht wirklich weiter. Der Wind drehte weiter und weiter. Naja, und dann sind wir erstmal wieder Richtung Mallorca gefahren und das sah doch dann ganz gut aus. Ja, und schwupps waren wir wieder bei meinem Lieblingsfelsen, Canyamel. Klar zur Wende. Wie man an Michael gut erkennen kann, war das der unangenehmere Kurs. Und mit dem wären wir in Sardinien gelandet, irgendwann mal. Also wieder gewendet und später dann den Motor an. Hallo Menorca, da bist du ja endlich. Nach 50 Meilen und 10,5 Stunden erreichten wir die große Bucht Son Saura. Bei diesem verlockenden Anblick mussten wir das Wasser einfach gleich noch testen. Okay, augenscheinlich heute der kompliziertere Weg direkt von oben. Ich trau mich nicht. Los, das Film läuft, ich treib ab. Ich mache Arschbomben. Naja, eine etwas eigenwillige Kreation. Zweiter Anlauf. Ein herrlicher Sommerabend bei unserem ersten Besuch auf Menorca. Perfekter Frühsport.
Schließlich wollten wir zum ersten Mal menorkinischen Boden betreten. Ein Küstenwanderweg führt hier von Bucht zu Bucht. Leider pilgerten zeitgleich mit uns viele Tagestouristen in die kleine Bucht. Wir kehrten um und hatten den Rückweg schön für uns allein. Na, wieder ein schöner Sonnenuntergang. Oh, toll. Gleich mit der ersten Bucht hatten wir für uns einen Volltreffer gelandet. Nun begann unsere Tour entlang der Südküste. Wir waren geflasht. Diese leuchtenden Klippen, das satte Grün der Pinien und kaum Bebauung. Wir konnten uns nicht satt sehen an diesen Kunstwerken der Natur. Bei etwas bögigem Nordostwind wollten wir uns heute bis kurz vor die südöstliche Spitze vorarbeiten. Die vor uns fahrende Yacht war allerdings an dieser Stelle links abgebogen. Für uns sah das richtig lecker aus und so nahmen wir Kurs auf Cala en Porta. Schon in der Zufahrt entdeckten wir die vielen Höhlen auf der linken und rechten Seite der Klippen. Unsere Freizeitgestaltung war also schon mal gesichert. Und Daisy war schon mal gar nicht zu bremsen. Trotz der Wolken drehte sie ihre ersten Runden. Wo bist du? Ich bin hier, der Motor. Oh, guck mal hier. Ja, toll. Alles kleine Höhen für die Vögel. Wie klar das Wasser ist. Felsvorsprünge, ausgewaschenes Gestein, Nischen und kleine Grotten. Uns begeisterte jede Klippe aufs Neue. Und das mediterrane Farbenspektrum setzte dem das i-Tüpfelchen auf. Einfach großartig und wunderschön. So schön. Ich brauche gar nicht. Ja klar, zurück gegen Wind muss ich. Guck dir die Felsenwand vor uns an. So geht's da weiter. Bis zu der Ecke da hinten fahren wir morgen und dann links rum, Richtung Norden. Oh, eine Höhle. Oh, da war bestimmt noch nie jemand vor uns drin. Oh, guck mal. Ist das cool?
Ist das schön. Das ist total schön. Und warm ist es hier in der Höhle. Und das Licht da durchscheint, herrlich. Wow. Haben wir das gut. Sowas zu entdecken. Und zum Abschluss unseres Ausflugs nochmal die perfekte Felsen-Farb-Wasser-Kombination. Es ist so schön hier! So, komm duschen. Sehr gerne. Und zum perfekten Tagesausklang verzauberte die Abendsonne die Küste in Gold. So, Ziegen am Morgen. Die bringen bestimmt Glück. Cala en Porta, eine wirklich besondere Bucht mit einer ganz besonderen Stimmung. Und entlang dieser attraktiven Küste setzten wir nun unsere Reise fort. Wir fuhren in die über 4 Kilometer lange Bucht von Mahon und zeigen euch die Stadt bei Tag und bei Nacht. Welcher Verführung mich erlegen ist und wie abwechslungsreich wir die Tage vor Anker gestalten konnten, das zeigen wir euch im nächsten Video.